Hittebeat hat eine geile Community. Ich selber habe es jetzt nochmal ganz persönlich erfahren. Ich war in Japan, weil Hittebeat ja weltweit ist und es ist einfach nur cool, einfach nur erst den Kontakt zu haben, dann dort anzukommen, die Leute kennenzulernen, aufgenommen zu werden, wie in der Familie. Ja, also ich bin der Thomas, ich komme aus Greiz, das ist im schönen Ostthüringen und bin hauptberuflich in der Werkstatt für beeinträchtigte Menschen und unterstütze die Teilnehmer und Beschäftigten ja in ihrem täglichen Leben bei ihrer Arbeit und ja, das ist mein Job. Der erste Eindruck von Hittebeat war einfach diese Vielfältigkeit, die mich dann halt auch überzeugt hat. Ich habe für mich persönlich schon längere Zeit ein schönes Fitnesskonzept gesucht als Gruppenfitness und ja, und die Vielfältigkeit der Bewegungen hat mich dann einfach auch überzeugt, den Schritt zu machen und zu sagen, ey, hör zu, Peter, ich möchte die Ausbildung machen. Durch Hittebeat, ich gehe noch mal mehr auf die Menschen zu. Ich bin eh schon ein offener Mensch und gehe gerne auf Menschen zu, aber durch dieses Hittebeat hat sich einfach nochmal so verändert, dass ich sage, okay, ich gebe Kurse, ich werde mit jedem Mal lockerer, wenn ich Kurse gebe, habe jetzt wieder neue Kurse bekommen, das heißt auch neue Teilnehmer, wo natürlich immer am Anfang die Anspannung ist, aber die innerhalb von kürzester Zeit verfliegt. Ich sehe das Lächeln in den Augen der Teilnehmer, natürlich nicht unbedingt während der Übung, da schwitzen sie und schnaufen sie, aber danach und dieses Feedback, was dann oft kommt und es ist nicht nur mal einen Daumen hoch, sondern auch wirklich auch warme Worte, wo ich sage, das berührt mich sehr und das ist halt echt, ja, echt cool, das zu erfahren. Ich traue mich jetzt auch ganz anders in die Zukunft zu schauen. Was vorher war immer so dieses, ja, ich möchte gern, ich weiß nicht, jetzt gehe ich einfach auch zielstrebiger meine Wege, stecke mir meine Ziele, die kurzfristigen, aber auch schon längerfristig und ich sehe, wie sich das entwickelt, wie sich die kurzfristigen Ziele erreichen und erfüllen. Und ja, das motiviert natürlich auch zum Weitermachen. Und natürlich, ich erreiche die Menschen auch ganz anders und spüre, dass ich bei denen was bewege. Ja, also mein Ziel ist es, die Menschen wieder rauszuholen aus ihrer Komfortzone, aus ihrer Couch, Kartoffelchips, Fernsehlaune und ja, und ich merke die Begeisterung. Das bringt mich wieder nach vorne. Das hat auch nochmal einen Schub in meinem Leben gegeben, wo ich sage, ich weiß, dass ich was Gutes bewege. Und das macht mich auch nochmal, es erfüllt mich auch ganz anders. Hittebeat ist einfach kurzweilig, abwechslungsreich, hat eine geile Community. Ich selber habe es jetzt nochmal ganz persönlich erfahren. Ich war in Japan, weil Hittebeat ja weltweit ist und es ist einfach nur cool. Einfach nur erst den Kontakt zu haben, dann dort anzukommen, die Leute kennenzulernen, aufgenommen zu werden, wie in der Familie. Und ja, also ich persönlich bin total überzeugt von Hittebeat und bin dankbar, dass ich das für mich entdeckt habe und ja, und dass ich den Schritt gegangen bin, auch nicht nur zu trainieren, nicht nur über App zu trainieren oder auf einen Workshop zu gehen, sondern einen Workshop zu machen, wo ich sage, jetzt habe ich den Trainer und gibt das weiter und auch das Gefühl von Hittebeat. Und meine Teilnehmer in meinen Kursen geben mir eben auch dieses Feedback, dass es cool ist, dass es, ja, es ist einfach fantastisch. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist so. 5, 6, 7, 8.